Ich glaube, du weißt auch, dass Propheten kleine Sünden machen. Das ist eine. Das wird hier da geht es wieder los mit kleinen Sünden, große Sünden. Ja, was ist denn eine kleine Sünde? Boah, was ist eine kleine Sünde? Kann Lügen, Gott Gemeinschaft mit Sünde haben, ob klein oder groß? Ich denke nicht, oder? Ich weiß, dieses mit Gott Gemeinschaft haben, das verstehe ich sowieso nicht ganz, weil Gott nicht anwesend im Paradies ist. Der ist Gott hat keinen Ort und ich meine, Gott ist so ein Wesen, der ist okay, überall. Fragen wir mal anders. Wie viele Sünden hatten denn Adam und Eva, als sie von Allah aus dem Paradies geschmissen wurden? Das hat aber nichts damit zu tun, dass Allah nicht keine Gemeinschaft mit denen haben kann. Das wird also ja siehst Gottes, du, dass Gottes Gott heilig und ja, mein Bruder kann er übernehmen. Nein, Allah hat ja mit Adam und Eva zusammen gelebt im Paradies. Und dann, als sie eben sein Gebot übertreten haben, also die erste Sünde reinkam, hat ja Allah Adam und Eva aus dem Paradies rausgeschmissen, weil Gott mit Sünder keine Gemeinschaft haben kann. Es steht nirgendwo im Koran, dass es ist, weil Gott mit Sündern keine Gemeinschaft haben kann. Wenn wir schon so akkurat sein wollen, dann sollten wir das auch erwähnen. Das ist vielleicht die christliche Sicht dieser Geschichte, aber nicht die muslimische. Warum hat Allah dann Adam und Eva aus dem Paradies geschmissen? Als Strafe. Wieso hat Gott dies und jenes gemacht? Wieso hat Gott die Erde erschaffen? Ich meine, der könnte doch einfach... Antwort bitte auf die Frage. Nein, also eine Gesetzesübertretung und dann hat Gott Adam und Eva aus dem Paradies geschmissen, weil im Paradies darf es keine Sünde geben. Auf eine Sünde kommt eine Konsequenz. Das heißt aber nicht, dass es ist, weil Gott keine Gemeinschaft mit denen haben kann. Dann wäre Gott auch nicht mal allmächtig. Dann kannst du ja, wenn's. Aber sie hatten ja Gemeinschaft. Gott hat ja mit Adam und Eva zusammengelebt im Paradies. Nein, das ist die christliche Sicht. Gott lebt nicht im Paradies. Der Paradies ist ein Ort und Gott ist von Ort und Zeit unabhängig. Also der ist nicht im Paradies, der Gott. Im Paradies. Das Paradies wurde nach Gott erschaffen. Das würde ja bedeuten, dass Gott da hineingezogen ist. Dann ist Gott überall. Ist Gott überall oder ist er nicht überall? Ich würde sagen, der ist überall und nirgendwo, oder? Also. Ja, siehst du, du willst dich nicht packen lassen. Ne? Ich glaube nicht, dass Gott einen Körper hat und deswegen kann er auch nicht an irgendeinem Ort sein. Es steht irgendwo, dass Gott im Himmel wohnt. Ich weiß nicht, wie du dir das vorstellst, ob er da eine Hütte hat oder. Aber das ist auf jeden Fall nicht die islamische Sicht. Du hast darüber noch nie nachgedacht, über diese Themen mit Sünde, Gemeinschaft, Rauswurf aus dem Paradies. Der Islam, für den Islam sind diese Themen so nur beiläufig. Aber wenn man darüber tiefer nachdenkt. Das Problem in dieser Sache ist, dass bei euch ist Gott ja ein Mensch und ein Mensch ist an einem Ort. Man hört die Schritte von einem Menschen, so wie man bei eurer Schöpfungsgeschichte auch die Schritte von Gott im Paradies hört, er muss irgendwo wohnen. Das trifft aber nicht auf den Gott des Islams zu. Deswegen. Nein. Er hat ja auch Körperteile, der Gott des Islams. Er ist auch an Körperteile gebunden. Hat er ein Schienbein? Ob Gott ein Schienbein hat? Der Gott des Islams hat auch einen menschlichen Körper. Also er hat Beine, da zwei Hände, ne, und so weiter. Ich bin nicht davon überzeugt, dass er ein Schienbein hat und einen Körper. Ja, es spielt doch keine Rolle, ob du davon überzeugt bist. Wie hat Allah sich selber denn vorgestellt? Du weißt, dass die arabische Sprache komplex ist und du weißt, dass es da verschiedene Ansichten gibt. Ich meine, dir okay, muss ich gut. das nicht erklären. Gut, alles dir klar. Muss ich das dein, Prophet, erklären, dein Prophet hat aber gesagt, dass Allah am jüngsten Tag sein Schienbein zeigen wird. In einem Hadith. Ja, nach Bukhari, authentisch. Das kann sein, ja. Ja, Sahih al-Bukhari 7439. In dem Hadith steht auch, dass Gott seinen Fuß auf die Hölle stellen wird und dies und das, aber das ist nicht wortwörtlich zu verstehen, wie... Warum legt man Mohammed etwas in seinen Worten hinein, was er so niemals gesagt hat? Warum lässt man das nicht so stehen? Warum wird man rum? Warum macht man sowas?
Wieso macht man das mit der Bibel, wenn da steht, Jesus ist mit dem Schwert gekommen und dann jemand sagt, ja, das ist aber metaphorisch gemeint, das hat er nicht so ja, gemeint? Ja, du siehst doch, dass der Herr Jesus, du siehst doch, dass der Herr Jesus Christus niemanden auch nur ein Haar gekrümmt hat. Also ist das wirklich anders zu verstehen. Ja, aber siehst, aber was hat das denn mit Gott zu tun? Das ist ja die Sache. Auf andere Was Sachen hat das mit Gott zu tun? Hier geht es um Auslegung. Also, du sagst, auf einmal eine Hand ist keine Hand, sondern das soll die Macht Allahs darstellen. Aber so haben die Sahaba und Mohammed sowas niemals, also die Sahaba haben das nicht verstanden und Mohammed hat sowas niemals gesagt. Warum macht ihr sowas? Ich mach das nicht, also. Wie ja, ich weiß, das macht die Ahbash, das macht die Asharia, das macht die Maturidia, die versuchen aus Gott irgendwie, also die kommen philosophisch daher und versuchen irgendwie durch Redewendungen und alles mögliche das Ganze zu erklären, aber so haben die Sahaba das nicht verstanden und Mohammed hat das in einem physischen Konzept den Leuten beigebracht. Allah hat diese Körperteile, aber man darf sich das nicht vorstellen. Laysa kamithli shay. Beziehst dich hier auf eine Gruppe, du kennst auch Pierre Vogel und Abu Bakr und dies und das, die sagen das und der hat gesagt, geh in jede Moschee, die Leute glauben wie wir. Dass Allah Hände hat und Füße und Körperteile, dies und das. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich bin rumgegangen von Moschee zu Moschee, immer wenn ich da war, beten war, habe ich gefragt, habe ich die Leute und die Hodjas gefragt, glaubt ihr, bedeutet das Hand, bedeutet das Fuß, dies und das? Die meinten nein. Die haben es mir von Arabisch übersetzt und keiner von denen ist überzeugt, dass es Fuß oder Schienbein oder sonst was heißt, oder Auge oder Hand oder Dings. Ja, natürlich versuchen die das Ganze irgendwie zu erklären, weil wie kommt das denn, dass Allah wirkliche Körperteile hat? Dann kommen die weiter und stellen sich weitere Dinge vor. Ist doch selbstverständlich. Wir müssen davon ausgehen, was die Muslime glauben. Und wenn du zu jedem Muslim gehst und er sagt, nein, Gott hat keinen Körper, dann hat er auch keinen Körper. Was eine kleine Gruppe sagt. Und wir wissen beide, wer diese kleine Gruppe ist. Dafür kann ich nichts. Ich kann dich auch nicht dafür belangen, was eine andere kleine Gruppe im Christentum sagt. Ja, aber das hat doch nicht so mit einer kleinen Gruppe zu tun. Mohammed hat gesagt, dass Allah sein Schienbein zeigen wird. Und damit ist nicht irgendeine Macht gemeint. Nein, die Muslime erkennen Allah an dem Schienenbein und werden sich anbeten vor dem Schienenbein wieder, also niederwerfen. Und das hat nichts mit Macht oder irgendwie eine Redewendung zu tun. Nein, Allah zeigt sein Schienbein und aufgrund des Zeigens des Schienbeins werden die Muslime ihren Herrn erkennen und sich anbeten, davor niederwerfen. Sollen wir den Hadith zusammen lesen? Wir können den. Ja, du kannst ja mal aufschlagen. Sahih al-Bukhari 7439. Aber ich sag dir ehrlich, ich kann kein Arabisch. Der ist übersetzt worden. Wir wissen beide, Übersetzungen sind nicht. Ja, wie sollen wir denn dann vorgehen? Du bist doch kein Araber, dann brauchst du auch gar nicht dieser Religion anzugehören. Wenn du nicht mal einen Funken Vertrauen hast zu deinen muslimischen Brüdern, die das akkurat für dich übersetzen, was soll das dann? Nein, die Übersetzer sind in den meisten Fällen Orientalisten gewesen. Also wenn wir schon akkurat sein wollen, dann sollten wir auch das erwähnen, oder? Also kann man den Übersetzungen nicht vertrauen, ne? Also gehen wir alle in die Irre. Allah hat die schwerste Sprache der Welt ausgewählt, um sein Wort weiterzugeben. Also hat Allah schon wieder einen Fehler gemacht. Dankeschön. Ja, das ja, ist, die Muslime, damit ich mit dir einverstanden. Genau, die chinesische Muslim und so weiter, die sind alle in der Hölle. Weil die sind ja auf Übersetzungen angewiesen und so weiter. Allah, ich komme in einer halben Stunde wieder hinein. Ich muss kurz was tun. Bist du ein Konvertit? Bist du ein deutscher Konvertit? Ach du Heilige. Ich glaube, das war ein Konvertit, ne? Und du weißt ja, was so, ne, wie die abgehen irgendwann mal, ne? Wenn die so weitergehen. Ja. Ein Konvertit, ne? Ja. Der ist jetzt einfach rausgegangen. Ich glaube, der hat zu viel des Guten bekommen gerade. Ja. Das war ein bisschen zu viel für ihn gerade. Okay, das ist in Bosnien. Ah, okay. Ja, gut, okay. Man Was kann denn? Sich mit aller Macht versuchen, auch so einen aufzuhalten, dass er nicht weitergeht in der Religion, ne? Weil wenn er auf einmal mit diesen gewalttätigen Bestandteilen in Berührung kommt, ja, dann ist das höchst gefährlich. Also ja, haben wir den Nächsten wieder, ne? Der sich selbst und für seine Mitmenschen gefährlich werden kann, ne? Ja. Aber der sah schon so aus wie so ein Selfie, ne? Ja. Nice. Guck mal. Ey, er nimmt mich an.
Weißt du, er nimmt mich an. Warte, warte, warte. Hier, Reza. Ach, Reza, ich kenne dich. Du bist auch ein richtig cooler. Ich kenne dich. Ja. Weißt du was? Weißt du Der was? Rätsel ist ein richtiger Hetzer. Der Rätsel ist Hetzer. Ja, aber Ja. ich sag euch allen, dieser Typ, ne, dieser Typ ist so cool, weißt du? Der hat richtig, darf man das sagen? Du hast Eier, ne? Du hast Eier, ne? Der ist richtig cool. Du hast Eier, ne? Du hast Eier, Jo, ne? Fußball ist ja cool. Ja. Jo, Hat er jo, Eier, ne? Er hat richtig Eier. Weißt du was? Ja, ich habe Weißt Eier du im was? Kühlschrank. Weißt du was? Jeder kann hier sagen, was er will. Die haben alle keine Eier. Die haben alle gar Warum nichts. gefallen Die haben alle gar nichts. Dieser, genau, du hast Cojones, Digga. Und ich schwöre, du wirst am Ende alle besiegen. Alter, ist so. Guck sie, ey, Klingelingeling, guck mal, guck mal, guck mal, guck Klingelingeling, mal. hier kommt Ich der kann euch, guck mal, Eiermann. guck mal, ich hab jetzt auch, ich hab mit jemanden so richtig, er wollte mir, so ein richtiger, Bruder wollte mir erzählen, oh, ey, so ist das und so, ne? Wenn du aufhörst, wenn du aufhörst, diesen Scheiß und so, ne? Dann musst du weggehen oder ich werde dich töten. Weißt du? Die haben das echt zu mir gesagt. Die Apostasie meinst wollten, du? ja, die wollten mich töten. Warst du Die Muslim wollten mich oder töten. Ich würde niemand, ey, ich bin Christ, Alter. To the fullest. To the fullest. Weißt du, ich würde niemals mit was? denen irgendwie abgehen, so. Aber, ey, das musst du dir mal reinziehen. Die töten uns. Die wollen uns töten. Ja, woher kommt das, diese schöne, wundervolle Art und Weise? aber weißt du was? Die To the wissen gar fullest. nicht, die To the wissen, fullest. aber die wissen, aber die wissen gar nicht, dass so Leute wie du, ne, mit so Ja. richtigen Muskeln, mit so Ja. richtigen Muskeln, So richtig Muskel, ja? ja, die kriegen so aufs Maul, Alter. Ja, Die hör kriegen auf so mit aufs dem Maul, Blödsinn. Digga. Wir bekommen Die niemals kriegen aufs so aufs Maul. Maul, Hör Digga. auf mit dem Ja. Unsinn. To the finest. Was hat er gesagt? To the finest, to the hollest. Rizza. Ja. Der will dir to the finest geben, Rizza. Du bist Tupac Hetzkur, Tupac Ja, Hetzkur. Dr. Sheikh Hetzkur. Klingelingeling, hier kommt Hier der kommt die Eiermann. Hetzerei. Klingelingeling. Klingelingeling. Klingelingeling, hier kommt die Ich Hetzerei. kenne die schlimme Version von den Zillertaler. Die will ich aber nicht hier singen, sonst ist es vielleicht Nein, alles hör auf kaputt. mit dem Blödsinn, Nein, Lisa, hör ich auf. singe, aber es gibt ein Originallied, Klingelingeling, hier kommt der Eiermann. Das gibt so ein deutsches Hitlied. Ach so. Ja. Das lassen wir lieber in der Küche zurück, in der guten Stube. Möge der Herr dich segnen. Ja, dich auch. Gott segne dich und deine Familie. Danke dir, mein Lieber. Ich hätte mal eine Frage an dich, was mich die ganze Zeit schon interessiert hat. Ja. Und zwar, kann es sein, dass du in der Vergangenheit von irgendeinem Ahmed oder Ali in den Arsch gefickt wurdest und dadurch so verletzt bist und Ist dadurch das den gerade Islam hast? Koranrezitiert? Guck mal, wie der den Koran rezitiert. Mach mal ein bisschen mehr davon. Habt ihr gesehen, wie Muslime sind? Das war Koranrezitation. Hat kein Problem damit, solche Wörter zu benutzen, seht ihr? Die Ja, kommen Gott hier rein, segne dann dir. sagen die sowas. Gott segne dich und Gott deine segne dich, Familie. ja, genau. Ja. Was ich hier alles mitmachen muss, ne, das ist unglaublich. Ey. Ohne den Herrn Jesus Christus würde ich hier das gar nicht alles aushalten, nicht? Ja. Das sind verlorene Seelen, ne? Aber für die muss man auch beten und die müssen auch errettet werden, die errettende Botschaft, ja. Ja, die muss man, dieses Lied haben die alle verdient, warte.
Ich muss denen das zeigen. Weil die immer viel am Lügen sind, Reza muss die immer dieses Lied bekommen, Reza. Wenn du Trading verstehst, kannst du richtig durchstarten. Ich kann dir kurz erklären, warum. Arsche! Immer wenn die Muslime anfangen zu lügen. Oh, you got the new mic. Was ist das? Ja, das letzte Lied. Is it girl? Is it girl? Oh, is that your voice? You ready? Why are you always lying? Oh, it's the guy in. He's listening to the guy in. Always lying to me. Open me. Die sind nicht nur den ganzen Tag am Anlügen, ne? Da sagen die, die sind Christen, dann sagen die, die sind Muslime, dann sagen die, die haben keinen Koran, die haben Koran. Immer am Lügen, ne? Ja. Ja, nächster. Immer abarbeiten. Next. Next, please. Ah, mir hol mich hoch. Nein, jetzt erstmal nicht. Die anderen müssen auch mal rein. Du warst schon gestern da, Abu Dreizack. Ich meine Arzasch. Guten Abend zusammen. Guten Abend. Gott segne dich und deine Familie. Jesus Christus möge dich auch segnen. Immer, du sagst ja immer, und euch beiden, in einigen deiner Posts immer mit diesem Engel, der Mohammed gewirkt haben soll. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, aber wenn Engel einen Menschen angegriffen hätte, dann hätte er wahrscheinlich von Gott einen Tritt in den Hintern gekriegt. Es steht auch nirgendwo. Nee, sagen wir jetzt mal, ich bin auch ein Robot. Robert. Nee, es steht auch in keinem. Im Alten Testament auch so, dass ein Engel einen Menschen angegriffen hat. Das hätte einen riesen Ärger gegeben, würde ich sagen. Und ja. Weil ich finde auch, er sollte ihm ja ein Schriftstück übergeben. Und Mohammed hat ja gesagt, er könnte angeblich nicht lesen. So, was mir eingefallen ist auch noch, dass er stammt ja aus einer Händlerfamilie. Und wie gesagt, er musste ja schon Jugendlicher arbeiten und er musste ja auch irgendwann lesen und rechnen können und schreiben, weil er musste ja Bücher führen. Und von seiner ersten Frau sollte er ja auch Geschäfte führen. Die war auch irgendwie eine Witwe vom reichen Händler und dann müsste er ja auch schon Buch führen können. Also, dass er nicht lesen und schreiben konnte, war auch eine Lüge. Bin ich auf jeden Fall. Ja, richtig. Ja, und wie gesagt, Gott, mir fiel auf, und dieses steht in keinem der Alten Testamente, dass Gott seine Nachrichten an uns Menschen per Schriftstück, ein Buch oder so übergeben hat. Er hat es immer entweder in einem Traum gegeben, uns, ja. Oder wörtlich, direkt. Ja. Moses ist er erschienen als brennender Dornbusch. Oder zum Beispiel Josef. Ist Gott im Traum, hat ihm eine Nachricht gegeben, wie gesagt, sie sei im Himmelsleiter. Also da kann auch irgendwie einiges nicht stimmen. Wie gesagt, wir haben von Gott nicht etwas Schriftliches gekriegt. Wir haben es immer hinterher niedergeschrieben. In der Hinsicht. Und also, Mohammed. Okay, danke dir für deine Ausführung. Mein. Ja, gut. Und wie gesagt, Mohammed ist wirklich ein großer Straftäter, würde ich sagen. Der ist für mich, ja. Ich dachte immer, der wäre ein Seher. Kein Prophet, aber ein Seher. Etwas, wie gesagt, Gesegnetes. Aber nach deinen Ausführungen und so weiter, halte ich den nicht mal für einen Seher. Ich halte den für einen Scharlatan. Ja, nach Sure 33, Vers 50, ne, kann ja jeder nachschlagen. Und dann sieht man, dass dieser Gott des Islams sich um die sexuellen Gelüste seines Propheten Gedanken macht. Ne, und dann er hat ja schon Und im Alten Testament steht nicht, er hat ja so einen Jahr auch Ehebruch begangen.
so viele Straftaten, wie ihr schon aufgezählt habt, was Mohammed getan hat, das hat kein anderer alter Prophet getan. Keiner. David hat mal gut Ehebruch begangen, weil er hinter einer Frau eines seiner Generäle hin war. Hinterher war aber, ich habe. Ja, der Unterschied bei den beiden ist, dass Gott das nicht angeordnet hat. Bei Mohammed sagt Gott, geh und mach das. Ne? Das ist natürlich nicht in Ordnung. Da kann total irgendwas nicht stimmen. Da ist, wie gesagt, der große Wurm drin. Okay, ich hole mal jemand anderes jetzt rein. Danke dir, Andreas. Ne? Gott segne dich. Bis dann. Ciao. Ja, Gottes Segen. Ciao, ciao. Hey, alles klar, hört man mich? Hä? Mich hören? Ich höre dich. Ja, super. Alles gut bei euch? Ja, bei dir? Ja, muss. Ich wollte mal mit euch über die Sache von eben reden. Ihr habt ja gerade über den Garten Eden, also über das Paradies gesprochen und Adam und Eva. Und da sind viele Sachen, die, wie soll ich sagen, die mir nicht passen. Also wo ich nicht sagen kann, wir sagen ja zu Gott, das ist wie ein Vater für uns. Ne? Wir sind quasi seine Kinder, er behütet uns und diese eine Sache passt mir da nicht, weil es ist ja so, dass Adam und Eva, da sagt ja Gott selber, dass die dann hinterher zwischen Gut und Böse unterscheiden können. Sie wissen, was gut und was schlecht ist. Ne? Sie wissen das. Das heißt, sie wussten es, als Eva in den Apfel gebissen hat, nicht. Das heißt, sie werden für etwas bestraft, obwohl sie nicht wissen, dass es böse ist. So, wenn ein kleines Kind, sagen wir, das ist jetzt 3 oder 4 Jahre, du sagst dem kleinen Kind, beiß nicht in den Apfel. Ne? Und dann gehst du aus dem Raum raus. Und dann macht das Kind das doch. Aber wem seine Schuld ist das? Ist es dann die Schuld des Kindes? Oder ist dann nicht Gott schuld, der Vater, weil er nicht darauf geachtet hat, dass sie es nicht tun? Gott hat ja zugelassen, dass die Schlange zu Eva geht. Gott hat das ja zugelassen. Gott ist allmächtig, Gott ist allwissend. Das heißt, er hätte wissen müssen, was darauf passiert. Und das Einzige, was er macht, sie bestrafen, sie rausschmeißen aus dem Garten und dann auch sagen, jetzt dürfen wir sie nicht noch von dem anderen Baum essen lassen, weil sie dann auch noch ewiges Leben bekommen. Aber würde ein Vater, der ja eigentlich auch die Pflicht hat, auf seine Kinder zu schauen, das mit seinen Kindern machen, wegen einer Sache, die so bestrafend, so hart und dann alle Generationen darüber hinaus auch noch? Ja, um das zu verstehen, muss ich dir eine Gegenfrage stellen. Wenn du eine Frau hast und sie hätte keinen freien Willen, außer dich zu lieben und dir treu zu sein, ohne freien Willen, man würde ihr den freien Willen entziehen und sie würde es programmiert sein, dich zu lieben, würdest du das für gut erachten? Ja, natürlich nicht, aber das Ding ist, wenn Adam und Eva nicht unterscheiden können, was gut und was böse ist, dann wissen sie auch nicht, dass das, was sie tun, schlecht ist. Wenn ich eine Frau habe, die kann unterscheiden, was gut und was böse ist, sie ist erwachsen. Nein, du hast das philosophisch nicht verstanden, was ich meinte. Die Liebe ist dann nur wert, wenn derjenige auch die Möglichkeit hat, dich nicht zu lieben und sich von dir zu verabschieden. Wenn die Frau programmiert wäre, ohne den freien Willen zu haben, dich zu lieben, wie ein Roboter, den man programmiert, ich liebe dich, was kann ich für dich tun, ich liebe dich. Da würdest du sagen, ich will das nicht. Auch wenn derjenige sagt, ich liebe dich, richtig? Die Liebe hat nur ihren Wert, wenn sie freiwillig wäre. Das heißt, wenn der Mensch einen freien Willen hätte, auch gegen die Liebe sich zu entscheiden. Und Gott hat Adam und Eva einen freien Willen gegeben, sich gegen Gott zu entscheiden. Ja, aber das heißt, wenn du jetzt, das Ding ist, wir haben ja schon auf Twitter diskutiert, so ist es nicht. Ne? Ich habe schon viel von dir gehört. Ne? Aber das Ding ist, wenn du jetzt ein Kind hast, ja, sagen wir, du hast jetzt ein Kind, ja, und das kann sich entscheiden dafür, dich zu lieben. Und es beißt aber in den Apfel, den hast du dem Kind aber verboten, es beißt da rein. Das heißt aber doch nicht, dass das Kind dich nicht mehr liebt. Das Kind kann einfach in dem Moment, weißt du, das hat nein, halt dann... Nein, du bist jetzt 1000 Sachen zustande. Also Gott hat den Satan... Nein, bring ich überhaupt nicht, Reza. Ach komm, Reza, ja, wir hatten schon auf Twitter-Diskussion über Wikinger und so einen Scheiß. Und da hast du auch... Okay, kein Problem. Also ich bitte dich. Okay, Gott hat den Satan ja hineingelassen in den Garten Eden,
damit Adam und Eva freiwillig sich für Satan oder für Gott entscheiden können. Ohne diese Verführung konnten ja Adam und Eva sich ja nicht freiwillig für Gott entscheiden. Und sie haben sich ja freiwillig für Satan entschieden. Ja, aber sie wussten noch gar nicht die Konsequenz. Sie wussten nicht, dass das etwas Böses ist, weil sie nicht zwischen Gut und Böse unterscheiden kann. Noch eine Sache, damit du das verstehst. Wenn ein vierjähriges Kind, das überhaupt keine Ahnung von Sex hat, von einem Pädophilen verführt wird, hör mir genau zu, damit du das verstehst. Du bist ja hingekommen, um etwas zu verstehen. Wenn ein vierjähriges Kind von einem Pädophilen verführt wird mit Schokolade, und dann das Kind hat das erste Mal Sex mit diesem Pädophilen. Hat das Kind die Unschuld verloren, ja oder nein? Was ist das für eine Frage? Also gut, ich habe dich jetzt und du wirst nicht antworten, weil ich dich jetzt erwischt habe. Das ist was. Nein, überhaupt nicht. Hat das Kind die Unschuld verloren? Hat es Sex gehabt, ja oder nein? Aber worauf willst du hinaus? Du sollst mir antworten. Nein, ich will dich jetzt erwischen vor allen Leuten. Hat das Kind womit Sex gehabt, mich ja denn erwischen? Nein? Hat es ohne Scheiß, ich habe dich schon damals auf Twitter auffliegen lassen, als wir in einem Space waren. Möchtest du raus und der Nächste soll reinkommen? Möchtest du etwas begreifen? So, wenn man die erwischt, dann... Oh. Dann denken die, jetzt habe ich die. Ja, dann hier das, wenn man nicht begreifen will, dann wenn man nicht begreifen will, dass der Mensch aus freien Stücken heraus eine Entscheidung aus Liebe für Gott treffen sollte, ne? Ja. Nein, und jeder kann seinen Weg gehen, ob er sich für Satan die Welt entscheidet oder ob er sich für Gott entscheidet. Ganz einfach. Nein, der wusste ganz genau, wo die Reise geht mit meiner Frage. Weil wenn er gesagt hätte, ja, das Kind hätte trotzdem seine Unschuld verloren. Auch wenn es unschuldig war vorher, dann heißt das ja, dass das Gebot übertreten wurde. Das Kind hat Sex gehabt sozusagen, hat die Unschuld verloren und trotzdem war das Kind trotzdem unschuldig, weil es verführt wurde. Das heißt, wenn der Verführer nicht da wäre, wäre das Kind weiterhin Jungfrau, unschuldig. Ja, das ist das. Jetzt kann man nicht mehr sagen, das Kind ist Jungfrau. Nein, das Kind hat die Schuld zu tragen. Es hat seine Unschuld verloren. Das ist vor dem Gericht, ist das jetzt beweisbar. Das Kind hat Sex gehabt, auch wenn es verführt wurde. Wir müssen darüber reden, damit die Leute das schaffen. Das heißt also, es hat seine Unschuld verloren, ist keine Jungfrau mehr. Assalamu alaikum zusammen. Alaikum salam, Gott segne dich und deine Familie. Danke dir auch, Bruder Herz, dich auch und natürlich deinem Bruder Reza. Ich möchte nicht viel eigentlich sagen, um ehrlich zu sein. Ich will nur eine Frage stellen, mein Bruder, Ex-Muslim, ne? Du bist Marokkaner, ne? Ich bin sowas von Marokkaner, Bruder. Aber sei mal ehrlich. Ich bin einfach der Heftigste, ich erkenne euch alle. Wallah, aber sei mal ehrlich, Bruder, ne? Was sag ich? Warum? Ey, das kann doch nicht sein. Das war gut jetzt, ne? Hast du gesehen? Das war echt gut. Ich feiere dich auch, aber nur heimlich. Auf jeden Fall. Also, gib mal erstmal hier ein Links-Rechts-Küsschen jetzt, weil ich komme jetzt. Auf jeden Fall, Bruder, ich wollte einfach nur, Ullah, erlaube mir diese Frage, dann bin ich auch sofort raus und ich will auch nicht beleidigen oder so, im Gegenteil. Sag mal ehrlich, macht es dir nicht mehr Spaß, mit so welchen Leuten wie uns zu reden, als mit deinen Gleichgesinnten? Ich rede mit allen. Du siehst ja, dass ich alle liebe. Sowohl unsere Leute als auch euch. Und jeder ist hier herzlich willkommen. Auch Christ, Jude, Buddhist, Muslim, egal. Das war aber nicht meine Frage, mein Bruder. Hör auf damit. Meine Frage I wanna war... talk to everybody. Ich will mit allen reden, alle. Ja, weil, guck mal, ich bin 2 Minuten hier, oder du strahlst, mein Bruder, gerade. Ich bin die ganze Zeit am Strahlen. Weißt du warum? Weil Jesus Christus das in mir macht. Amen. Handle, Jesus. Maschallah. Aber immer mach weiter so, mein Bruder. Ich warte immer noch auf den Tag, wo ein Sheikh hier reinkommt und ich bin mundtot. Mal, wir suchen. Nein, dieser Tag kommt nicht. Ich lasse das nicht zu. Ich werde diesen Sheikh schön hier auf meinen Schoß setzen lassen. Echt? Okay, inshallah nicht. Inshallah, ich wollte das aber, nur klarstellen. Aber im freundlichen Sinne, im liebevollen Sinne. Ich werde ihn umarmen, werde ihm sagen, ich liebe dich und möchte nicht, dass du verloren gehst, dass du
einem Buch vertraust, das dir Frau mit schwellenden Busen dahinstellt. Nein, du musst zum wahrhaftigen Gott und zum ewigen Leben Jesus Christus kommen. Allahumma barik, Allahumma barik. Allahumma barik. Mashallah, schön gesagt. Aber nicht desto trotz. Schön gesagt, danke schön. Aber nicht desto trotz. Ich will nur recht geben, damit ich noch hier drin bleibe, Bruder. Auf jeden Fall. Kennst du so immer so reden wie Ex-Muslim das will, damit der mich nicht rauskriegt. So, deswegen, also um das nochmal klarzustellen, hast du bei Andreas mehr Sympathie und Lächeln gezeigt als bei mir? Ja, der Andreas, der hat jetzt so ein bisschen geredet, wo ich auf einmal so ein bisschen eingeschlafen bin. Aber als ich dann gehört habe, dass, als ich deinen marokkanischen Akzent so ein bisschen rausgehört habe, da dachte ich, ja, das ist ein Sahabi. Oh nein, ich weiß es, Astaghfirullah. Wenn du nicht, ey, ich verstehe immer nicht, warum heißt du Ex-Muslim, oder? Warum ja. Ex-Muslim? Ja, weil warum? Ich den Buddhismus verlassen habe, deswegen. Also, wenn man Buddhismus verlässt, dann ist man Ex-Muslim. Safi, es ist alles gut. Ich danke dir, dass ich hier hochgekommen bin. Du darfst jedes Mal hochkommen, kein Problem, Safi. Safi, Achoya, ey, wir sehen uns Freitag. Safi, Achoya. Yalla, Salam. Bis dann, mal, ciao. Meine ganzen marokkanischen, wundervollen Brüder in Adam und Schwestern in Eva. Genau, für Andreas nur Liebe. So ist das. Für jeden Liebe, egal ob es jetzt Andreas ist oder jemand anderes. Kein Islam im Iran, genau. Islam raus und mein Land ist das wunderschönste Land. Wirst du sehen, wie wir alles übernehmen würden. Sofort. Mit den Ressourcen und den Grad der Akademiker in unserem Land, das ist unglaublich. Mit diesen Bodenschätzen und das, was uns zur Verfügung steht und mit den Ingenieuren unseres Landes, wir würden, Reza, das ist unglaublich, ne? Ja, ja, klar, wir sind im Würgegriff des Satans. Ne? Das ja, ist leider. So krass. Wir haben Erdöl, wir haben unglaubliche Bodenschätze und wir haben das höchste Intellekt im Volk. Wir haben Gas, Erdöl, Intellekt, ey, das ist unfassbar, ne? Ja. Der Iran würde so aufblühen, nur Islam wegnehmen. Nehmt den Islam aus unserem Land weg, dann wirst du sehen, wie der Iran wird. Hallo? Hallo? Wie geht's euch? Ja, danke, gut. Und dir? Alhamdulillah, Jesus. Mir geht's auch gut, Alhamdulillah. Ich muss sagen, ihr seid mir beide wirklich sehr sympathisch. Ja, komm, jetzt gib mal ein Links-Rechts-Küsschen dafür. Komm, warte. Damit das Gespräch direkt aufgelockert wird. Ja, ich hoffe, ich bin bei euch herzlich willkommen. Alle deine Küche. Ihr seid doch beide Iraner, stimmt's? Ja, wir sind beide Iraner. Der Reza, der singt dir jetzt ein Liedchen, ein Ständchen, weil der will dir zeigen, wie schön seine Stimme ist. Reza, sing dir mal ein Liedchen, Reza. Ja, sing mal. Hey, nein, nein, das ist so heftig, meine Stimme. Die Leute würden alle sich verlieben. Das, mein Gesang ist... Deutschland sucht den Superhetzer. Das ist meine nächste Show, die ich starten werde. Deutschland sucht den Superhetzer. Der ist mein Bruder, direkt Nummer 1 Kandidat. Ja, ich würde sofort mitmachen. Mit Dieter Fohle. Wir würden den ersten Platz belegen, die Abo-Hetzerei. Also Jury Dieter Fohle. Ich kenne der Titanic, du weißt ja, wie hoch ich komme, oktavenmäßig, ne? Ja, du bist heftig, also was du da drauf hast, das ist schon sehr atemberaubend. Celine Dion von Titanic, I will love, always love you, ne? Ist das das Lied, wie heißt das von Titanic, das heftige Lied? Ja, ja, genau, always love you von Celine. Das ist heftig, besser als Whitney Houston. Whitney Houston. Ja, genau. Ja. Oh. Auf jeden Fall, kannst du sagen? Ja. Also soll ich auf Deutsch reden oder auf Persisch? Was willst du gerne? Ah, Frau Simon, da mach bitte auf Deutsch. Ach so, auf Deutsch, okay. Ja, aber die meisten können ja kein.
Gönneken. Stimmt. Ja, ich wollte sagen, wie findest du denn also die Einschätzung gerade, wie läuft es gerade im Iran? Wegen, du hast ja gesagt, ohne den Islam in Iran wäre das auf jeden Fall viel besser. Wie stellst du dir einen Iran vor ohne Islam? Wie ich mir einen Iran oder den Islam vorstelle. Wir können ein System ungefähr wie hier machen und das Ganze dann die Menschen entscheiden lassen. So wie die Demokratie hier ist, aber eine wahrhaftige Demokratie, so dass die Menschen entscheiden, wie das in unserem Land zu vorzugehen hat. Eine Regierung, die nicht auf Religion aufgebaut ist, sondern die Interessen des Landes vertritt und den Menschen. So würde das klappen. Okay. Also quasi also Religion ist Privatsache. Genau, Religion sollte Privatsache sein und jeder kann seine Religion gerne ausleben, sobald, aber der Islam hat ja natürlich eine sehr, sehr schlimme Vergangenheit im Iran und wer es wagt, für den Islam dort Werbung zu machen, der wird dann angezeigt und wird unter Strafe gestellt. Ansonsten kann der Muslim da leben, frei rumlaufen, gar kein Problem, nur keine Werbung für den Islam machen. Okay, weil diese Ansicht, die teile ich sogar mit dir, wenn ich ehrlich bin. Weil, ich muss ehrlich sagen, jetzt auch an die Leute, die nicht mal in Iran waren, die Situation in Iran ist schon wirklich dermaßen schlecht. Das muss ich ehrlich und offen zugeben. Da müssen wir auch nicht gleich irgendwie hier lügen oder irgendwas behaupten. Die Menschen in Iran sind nicht glücklich und das wissen wir alle drei. Und deswegen würde ich wirklich wünschen, dass die Regierung dort einen Gang runterschaltet und wirklich mal wieder ein bisschen mehr auf die Menschen zukommt. Ja, aber das wird nicht geschehen, weil die Mullahs genau wissen, wenn sie einmal die Macht abgeben, werden sie sofort massakriert. Sofort! Ja, das ist das Problem. Aber wie würde man das Problem denn jetzt, also würde man das denn... Ja, man müsste einen Kompromiss abschließen, aber das wird auch nicht funktionieren, weil die Diplomaten im Iran nicht an die Geistlichen dort rankommen, weil die unter keinen Umständen zulassen, dass sie auch nur ein Millimeter von ihrem... ethischen Gottesstaat zurückweichen. Ja, die lassen das niemals zu. Eher nehmen sie das ganze Land mit in den Tod, anstatt dass sie weggehen. Okay, das heißt also, man kann dieses Land nicht mehr retten, nach deiner Meinung jetzt. Es kann immer durch irgendein Wunder irgendwas geschehen, so wie der Herr das möchte, verstehst du? Wenn der Herr eine andere Regierung haben möchte, dann wird der Herr da eine andere Regierung einsetzen. Denn jede Obrigkeit ist vom Herrn eingesetzt, nach Römer 13. Und wer Herr entscheidet, dass diese Scharia-Gerichte dort nicht mehr sind, dann werden sie auch nicht mehr sein. Okay, verstehe. Weil das Problem ist einfach, was ich habe, Iran wird ja auch als islamische Republik angesehen, richtig? Ja, dort ist die Gesetzgebung nach Koran und Sunna, also nach Scharia, nach Mohammeds Aussagen und Koran. Ja, deswegen, also dagegen kann man halt nicht mal vorgehen, es sei denn, irgendein Weltkrieg würde entstehen und dann würde alles hier, keine Ahnung, zunichte gehen. Dann könnte man vielleicht alles neu aufbauen, aber das wird, glaube ich, eh nicht passieren. Ja, aber du siehst, dass die jüngere Bevölkerung sich übelst am Wehren ist. Ne? Die Frauen tragen manchmal überhaupt gar kein Kopftuch mehr in der... auf jeden Fall richtig. In der Öffentlichkeit. Ne? Also die haben schon die Schnauze bis hier oben voll und die nehmen lieber den Tod in Kauf, anstatt so geknechtet in dieses Land gefangen zu sein, ne? Das stimmt, da muss ich dir ehrlich zugeben. Du siehst ja, das höchste Gut eines Menschen ist ja sein Leben erstens und danach kommt die Freiheit. Und wenn du ihm sein Leben nimmst, wenn du ihm seine Freiheit nimmst, hast du auch ihm quasi sein Leben genommen. Das war's. Das ist leider wirklich so. Ja, siehst du, und die haben keine andere Wahl, als nur sich dann so zu wehren, weil ihr Leben ist sowieso vorbei. Was ist das für ein Leben, was sie dort leben? Also sie können sich nicht frei bewegen, sie können nicht das machen, was sie gerne möchten. Sie schauen also auf diese westliche Welt und möchten auch so leben, wie wir in Freiheit dahin gehen, sich mit ihr oder dem treffen. So, jeder soll selber machen, was er für richtig hält. So, ne? Und niemand soll aus religiösen Fanatismus irgendwie dahin gehen und ihn dazu irgendwas drängen oder zwingen, so wie eine Religionspolizei oder was. Wie siehst du aus? Was hast du getan? Wer ist die Person neben dir? Ne? Solche Fragen werden ja dann kommen. Stimmt. Eine Katastrophe. Wann warst du das letzte Mal in Iran, wenn ich fragen darf? Ich war mit 18, also beim 18. Lebensjahr. Als ich 18 war. Ach so, also ist schon, ich weiß jetzt nicht, wie vor alt du bist. Vor 20 Jahren. Ich war genau vor 20 Jahren im Iran. Okay, mashallah. Also das Ding ist, ich war das letzte Mal vor 4 Jahren da. Und was ich sagen muss, bevor ich das letzte Mal da war, war ich dann nochmal da. Das war vor ungefähr 8 Jahren.
Und ich finde die Entwicklung, also gerade jetzt, es ist ja sehr schlimm gerade dort wegen den Frauen, weil die ja quasi kein Kopftuch mehr tragen. Aber jetzt sind die Menschen an sich, also ich kann jetzt nur über meine Familie reden, ich weiß nicht, wie die Situation komplett dort ist, aber die Leute sind dort irgendwie, keine Ahnung, ich sag mal aufgeschlossener, die sind irgendwie glücklicher geworden. Aber im Umkehrschluss sind die Frauen, also die Frauen explizit, wirklich die Frauen dort, die versuchen wirklich gegen die Regierung anzugehen mit dem Kopftuch. Das finde ich jetzt, das finde ich krass, was die da machen, weil die Polizei dort ist wirklich knallhart. Die nehmen den Tod in Kauf, ne? Also das ist kein Problem dann für sie, ne? Das ist leider true, aber das Ding ist, was kann man denn dagegen machen? Weil die Regierung dort, also wenn man jetzt Iran mit Türkei vergleicht, ne? Da in Türkei gilt ja kein Kopftuchpflicht, oder? Ja. Genau. Würde man, wenn man diese Pflicht in Iran auch durchziehen würde, wären die Menschen dann glücklicher? Würden sie dann mehr quasi vom Leben genießen? Nee, das nicht. Du siehst ja, dass auch andere Aspekte im Leben da von der Religion, also sich da eingemischt werden. Ne? Und viele, viele Menschen keine Lust haben, sich von irgendwelchen Religionen oder von irgendwelchen religiösen Führern so bevormunden zu lassen. Du siehst ja, dass sogar Erwachsene so bevormundet werden. Das ist unglaublich. Stell dir mal vor, hier kommt so Religionspolizei zu dir und fragt dich so, ja, was hast du denn da an? Was ist das? Wie kleidest du dich überhaupt? Unvorstellbar hier so, ne? Ja, schon, ja. Aber findest du nicht auch, das bleibt ja nicht nur bei dem Hijab, sondern die Freiheit wird ja im Allgemeinen, im Kern komplett eingeschränkt im Iran durch die Scharia. Aber man muss auch sagen, dass Iran ja auch kein Scharia-Staat mehr ist. Muss man auch sagen. Wie meinst du das? Inwiefern? Die töten immer noch Menschen dort. Jeden Tag. Davon habe ich noch nie gehört, dass da immer noch Menschen töten. Doch, die ganzen Gefängnisse sind tot. Du musst mal gucken. Die berichten das halt nur nicht. Du musst halt gucken im Internet. Ne? Musst du die Leute, musst du gewisse Portale öffnen, damit du überhaupt an Informationen kommst. Weil der Iran schenkt ja auch das. Der Iran schränkt ja auch das Internet dort übelst ein, ne, sodass du auch keine Information nach außen transportieren kannst. Das ist heftig. Okay, aber mit dem VPN geht das easy klar. Aber es gibt natürlich durch Telegram-Gruppen und alles Mögliche, da kriegst du Informationen, aber so Mainstream-mäßig, ne, bekommst du halt nicht mit. Aber da werden die Leute in Gefängnisse gefoltert, ermordet, Frauen werden vergewaltigt, alles. Ne? Aber warst du schon mal in einem iranischen Knast drin? Nein, natürlich nicht. Achso, okay. Ich dachte mir schon so, boah, kannst du so viel Hintergrund wissen? Nein, aber man sieht ja, dass die Leute, die dort drinnen waren und darüber berichtet haben, was da abgeht, ne, das ist ultra schlimm. Akademiker, ja. Anwälte, Ärzte und alles Mögliche, die nur etwas gegen das Regime gesagt haben, zum Tode verurteilt, Pastoren zum Tode verurteilt, alles. Das ist unglaublich. Und wenn du deinen Mund aufmachst, bist du der Nächste. Das ist krank. Aber man muss aber auch ehrlich sagen, dass die Islamhasser hier in Europa auch nicht gerade besser sind. Findest du nicht? Ja, natürlich, klar. Aber wenn du siehst, wie auf einmal der Islam seine eigene Gesetzgebung hat und die Menschen am Unterdrücken ist aufgrund von religiösen Texten, natürlich flippt der Mensch, der hier im Westen aufgewachsen ist, mit seiner Freiheit total aus und kann es überhaupt nicht nachvollziehen, dass irgendwie Religion über einen Menschen herrscht. Sowas undenkbar hier. Das ist so Mittelalterdenken, wo die katholische Kirche so die Macht hatte und irgendwie die Menschen dazu irgendwas gedrängt hat. Und das will Europa sozusagen niemals im Zeitalter der Aufklärung, sondern jeder soll selber bestimmen, wohin er gerne gehen möchte. Aufgrund, also alles soll auf der Basis des Grundgesetzes sein. Also nicht das Grundgesetz übertreten, sondern alles grundgesetzkonform. Und du siehst ja, unter dem Grundgesetz sind wir alle gleich. Im Islam sind wir nicht gleich. Die Muslime, ihr Blut ist höher als das von einem Nicht-Muslim. Und da fängt die große Katastrophe ja schon an. Das habe ich ja zu Anfang schon erwähnt, wo ich gesagt habe, Mohammed hat einen Unterschied gemacht zwischen Nicht-Muslim und Muslime. Wenn ein Muslim also in einem islamischen Staat einen Nicht-Muslim tötet, darf er aufgrund des Mordes nicht auch ermordet werden. Heftig, ne? Da gibt es kein Auge um Auge, Zahn um Zahn. Weil Mohammed gesagt hat, ein Muslim darf nicht getötet werden, wenn er einen Nicht-Muslim tötet. Ein Ungläubiger. Heftig, ne? Wo steht das? In Sahih al-Bukhari. Ach, Bukhari, okay. Unser Lieblingsbuch. Unser Lieblingsbuch, ja, genau. Aber auf Grundlage dieser Texte leitet sich ja dann auch die,
das Strafgesetzbuch des Islams dann ab, ne? Aber steht sowas nicht auch in der Bibel? Nee, wir sind im neuen Buch mit dem Herrn Jesus Christus. Ja, aber waren nicht auch nicht tötet die Ungerechten oder sowas? Stand das nicht auch da? Das wird tötet die Ungerechten. Der Herr Jesus Christus hat im Alten Testament, als er in seiner göttlichen Form war, Befehle natürlich gegeben auf verschiedene Völker, die da sehr, sehr brutale Dinge gegenüber ihren Kindern und alles getan haben und Kinderopferungen betrieben haben. Natürlich hat er dann Mose und Josua und allen befohlen, sogenannte Urteile, also die haben dann das Urteil vollstreckt, ne, was der Herr dann da angeordnet hat. Man muss immer bedenken, was diese Völker da getan haben. Ne? Aber du musst auch bedenken, was die Völker dann unserem Propheten angetan haben, oder? Und was haben die denn dann getan? Ja, die haben ihn von Mekka vertrieben. Die haben ihn missachtet. Wenn zum Beispiel dein Prophet den ganzen Tag die Götter von den Quraysh beleidigt und ihnen sagt, wenn ihr stolz seid auf das, was vor dem Islam war, geh und beiß in den Penis deines Vaters, ja, wie würdest du denn reagieren? Ja, aber das Ding ist, du musst auch so verstehen, wenn er die Nachricht bekommen hat von Gott. Ja, wenn du zum Beispiel die Götter von anderen Menschen, ihr redet ja immer von Respekt zu anderen Göttern, warum hast du keinen Respekt vor anderen Religionen? Da frage ich mich allen Ernstes, Mohammed hatte doch selber keinen Respekt vor den Quraysh. Ja, aber wenn er die Übermittlung bekommen hat, als er von Mekka gegangen ist, hat er doch die Chance gehabt, in Medina ein friedliches Leben zu führen. Nein, der ist zurückgekehrt und hat die Quraysh abgeschlachtet und das Land von ihm weggenommen. Und dann regen die Muslime sich auf, warum Israel den Palästinensern das Land wegnimmt. Guck dir das mal an. Ja, okay, aber das, was Israel... Sie haben kein Problem damit, dass ihr eigener Prophet das Land den Quraysh weggenommen hat. Aber haben ein Riesenproblem damit, dass Israel das Land von Palästina wegnimmt. Guck dir das mal an, diese Doppelmoral. Aber der Prophet hat doch gesagt, tötet nicht die gegen euch sind, also tötet nur die gegen euch sind. Nee, also, stimmt, ich wurde durch Sure 9, Vers 5 aufgehoben. Nasser vor meinem Zug. Abrogation. Kannst du mir die Sure mal, kannst du die auswendig? Tötet die Götzen, wo immer ihr sie erfindet, ergreift sie, belagert sie und lauert ihnen auf aus jedem Hinterhalt, bis sie das Gebet verrichten und die Zakat entrichten. Dann gebt ihnen erst den Weg frei. Okay. Wie gesagt, kann gut sein. Ich kenne die Sure nicht auswendig, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Ja, du musst dich einfach nur mit der Kunst der Abrogation auseinandersetzen. In Sure 2, Vers 106. Allah macht unzählige Fehler und weiß, dass er auch sich für sehr viele Widersprüche finden. Um das Ganze zu lösen, hat er die Abrogation da reingehauen oder derjenige, der den Koran gemacht hat. Weil er weiß, dieses Buch Allahs ist fehlerhaft und deswegen hebt er Verse auf und ersetzt sie durch später gekommene Verse ab. Heftig, ne? Ja, also das Ding ist, was ich halt nur sagen kann, ist, dass der Christentum, also ich habe sowieso nichts gegen Christen oder gegen den Christentum an sich. Was ich nur, also ich bin ja Student und damals im Abi habe ich zum Beispiel in Geschichte, hatten wir damals zum Beispiel die alten Römer gehabt, ne? Also das Heilige Römische Reich. Und was ich da nur erfahren habe, ist wirklich, dass nur die Kirche ziemlich viel Scheiße gemacht hat. Und was halt nichts mit dem Christentum zu tun hat, da gibst du mir doch recht, oder? Ja, wenn der Herr Jesus Christus da was nicht angeordnet hat und die Menschen außerhalb seines Befehles Dinge tun, die nicht damit vereinbar sind mit den Worten des Herrn Jesus Christus, ja. Natürlich. Ja, aber kannst du das dann auch mit dem Neuen Testament vergleichen? Ja, der Jesus Christus hat ja nie irgendwie befohlen, jemanden umzulegen, oder? Hat er nicht, aber warum steht es denn in der Bibel? Ja, du musst den alten Bund nicht mit dem neuen Bund verwechseln. Ja, aber ich meine, wenn jetzt, also im Alten Testament steht, tötet die Ungläubigen oder sowas in der Art? Nein, das ist Koran, tötet die Ungläubigen. Ja, aber im Christentum steht doch was Ähnliches, sei doch ehrlich. Ich verwechsel jetzt da jetzt schon wieder Koran und vermischt so mit Christentum. Islam mit Christentum. Aber Ami, ich bitte dich, in der Bibel steht doch auch sowas. Da habe ich dir doch gerade eben gesagt, dass Gott auf verschiedene Völker, die damals gelebt haben, beispielsweise die Amalekiter, und die anderen Völker hat er natürlich sein Urteil gesprochen und das wurde auch vollzogen durch Mose, Josua und, ja. Aber wir sind im neuen Bund mit Jesus Christus und Jesus Christus hat uns nicht befohlen, irgendwie jemanden anzugreifen. Verstehst du? Genau, aber du darfst das nicht verneinen, dass Jesus trotzdem es quasi angeordnet hat,
Leute um. Ja, seiner göttlichen Form hat er natürlich angeordnet, auf verschiedene Völker sein Urteil zu vollstrecken. Ist doch klar. Das sage ich auch nicht. Wenn du das akzeptierst, dann musst du aber auch dann die Sichtweise des Islams akzeptieren, dass man für die Islamisierung. Der Gott der Bibel hat niemals vorgehabt, die ganze Welt zu unterjochen, damit sie an ihn glauben. Das ist ein Konzept, das wir nur im Islam finden, in Sure 9, Vers 29. Kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah glauben. So einen Satz findest du niemals in der Bibel. Kämpft gegen diejenigen, die nicht an Yahweh glauben. Das ist ein Blödsinn. Also wer ist dieser Allah, der behauptet, der Gott der Bibel zu sein? Das ist die Frage der Fragen. Aber wie soll man dann die Nachricht übermitteln, wenn Leute dagegen sind? Ja, du siehst doch, dass die Apostel losgezogen sind und vom Herrn Jesus Christus die Gabe bekommen haben, in verschiedenen Sprachen zu sprechen und Wunder getan haben, um die Menschen zu überzeugen vom Evangelium. Ja, die waren erstaunt. Sie reden in unseren Sprachen und sie haben die Vollmacht gehabt, Tote zu erwecken, alles, ne? Damit die Menschen sehen, dass Gott wirkt und die Menschen zum Glauben finden. Und es sind viele Menschen zum Glauben damals gekommen. Der Apostel Paulus hat ja die ganzen Gemeinden gegründet. Alle Gemeinden hat er ja gegründet. Die ganzen Briefe sind ja an Gemeinde geschickt worden. Die ganzen Briefe oder Ablassbriefe? Wovon reden wir jetzt? Seine Briefe aus dem Neuen Testament. Römerbrief, Korintherbrief und. Kolosser, okay. Philippa. Aber kannst du mir dann erklären, warum dann so viele Leute der Kirche, warum sind die dann den falschen Weg gegangen, wenn doch Jesus Wort steht? Christuslose Christen. Das Ganze drückt sich in einem Wort aus. Christuslose Christen. Zwei Wörter. Ich wollte gerade sagen, aber ja, okay, also gibst du quasi damit zu, dass die Kirche allgemein nichts mit dem Christentum zu tun hat? Mit Jesus Christus, also wenn der Herr dein Herr ist und er dir befiehlt, dass du nicht Menschen töten sollst und Feindesliebe praktizieren sollst, dann kannst du nicht dahin gehen und auf einmal Menschen verbrennen, Menschen jagen, Menschen töten. Oder passt das zusammen mit den Worten des Herrn? Ja, also, guck mal, du hast gerade selber zugegeben, dass Leute... Passt das zusammen, mein Lieber? Hörst du auf meine Worte, was ich dir sage? Passt das zusammen, wenn du eine Schablone nimmst? Jesus Christus sagt das... Und die anderen machen das. Kannst du das dann dem Herrn Jesus Christus in die Schuhe schieben oder machen das Menschen außerhalb des Befehles des Herrn? Nee, natürlich nicht. Das ist dann deren. Hast du die Frage beantwortet? Genau. Da brauchen wir nicht mal darüber zu diskutieren. nee, so leicht geht das nicht. Aber du hast ja gesagt, dass die Leute im Namen von Christus solche Sachen gemacht haben. Die haben ja gedacht. Nein, du hast mich schon wieder nicht verstanden. Ich habe gesagt, sie haben außerhalb der Befehle Jesu Christi einfach gehandelt. Jesus sagt A, die praktizieren B. Jetzt verstehst du es besser oder soll ich das noch anders ausdrücken? Ich habe das verstanden. Das ist ja nicht das Problem. Ich rede nur von dem Gedanken der Leute, die das gemacht haben. Die sind davon ausgegangen, dass sie das im Namen Christus machen, obwohl Jesus das nicht gesagt hat. Das ist das, was ich meinen wollte. Siehst du, also, weil Jesus das nicht gesagt hat, haben sie einfach losgezogen, haben es getan. So, aber Jesus hat gesagt, nein, macht's nicht. Genau wie damals auch, wo der Herr immer wieder gesagt hat, macht es nicht und die Menschen haben es getan. Und dann kam auch wieder der Zorn Gottes. Genau, aber warum gehen dann heutzutage noch Christen in die Kirche, wenn doch die Kirche so schlecht ist? Ja, das sind nur Traditions-Christentum. Sie kennen es nicht anders und haben es von ihren Familien so weitergegeben bekommen. Aber aufrichtige Buße, Erneuerung und Empfängnis des Heiligen Geistes und sowas, da wird ja gar nicht mehr in der Kirchen so gepredigt. Also mir ist das nicht bekannt, dass irgendwie noch Kirchen über das Wort Gottes noch so gut predigen, ne? Wo der Herr Jesus Christus im Fokus ist und so. Die sind ja vielmehr damit beschäftigt, irgendwelche Heiligen anzurufen, Marien Fürbitte zu machen und hast du nicht gesehen. Ja, wundervoll. Okay. Also gehst du davon aus, dass die einfach die dunklen Zeiten der Kirche versuchen runterzukehren und nur das Positive zu zeigen? Jeder kennt ja die Kirchengeschichte, was passiert ist. Auch Martin Luther. Ihr müsst euch das mal angucken. Auf YouTube gibt es eine Dokumentation über Martin Luther. Martin Luther einmal anders. Da kriegst du Schock, was er alles getan hat. Es war ein richtiger Mörder, der Martin Luther, ne? Ein Hardcore-Mörder. Der hat doch einfach nur die Bibel übersetzt, oder nicht? Ja, es spielt ja keine Rolle, ob der die Bibel übersetzt hat. Wie hat der gehandelt in seinem Leben? Naja, ich kann mich nur, also laut meines Geschichtenunterrichts wurde der quasi einfach nur als vogelfrei erklärt und wurde versucht zu töten, der Typ. Man hat versucht, ihn umzubringen. Er hat nur die ganze Zeit getötet, ja, das ist das Einzige. Woher weißt Edern du? Und,
Wie heißt es, Reza? Edern und Rädern sollte man sie, ne? Was hat er gesagt gegenüber Behinderten und so? Er hat gesagt, man soll behinderte Kinder ertränken, weil die von Satan sind und man muss diese Kinder sofort dem Schöpfer zurückgeben. Wahnsinn. Und wo findet man das wieder? Also in seinen Schriften, muss er einfach in Google. Ach so, er hat darüber geschrieben quasi. Ja, da hat zum Beispiel gesagt, man muss Juden verfolgen und ihre Synagogen verbrennen. Ah, okay. Die widerständigen Bauer sollte man alle ermorden, köpfen. Edern und Rädern. Ja, genau, foltern. Und zum Beispiel hatte gesagt, wer dagegen ist, dass man Kinder tauft. Er war ja für die Babytaufe, was ja absolut unbiblisch ist. Ja. Hat er die Verfolgung von den sogenannten Wiedertäufern befohlen, die gegen die Babytaufe waren. Und er hat gesagt, man muss diese Bauern, diese Wiedertäufer, alle töten und foltern. Okay. Aber, ja, also richtiger Massenmörder. Aber die Taufe an sich ist doch im Christentum ja legitim, oder? Ja, aber sie ist nur für die Gläubigen. Wenn du zum Glauben an den Herrn Jesus Christus kommst, dann geht für dich die Taufe. Dann musst du dich taufen lassen. Okay. Ein Baby kann ja nicht glauben. Aber was bin ich denn jetzt als Muslim für euch? Du bist raus. Du musst erstmal zum Herrn Jesus kommen. Du stehst noch draußen. Also bin ich doch kein Moslem, ey. Im Munkin ist die. Aber für euch bin ich jetzt quasi irgendein, was weiß ich. Ich bin nicht euer Moslem. Ein Heide. Du bist ein Heide. Heide. Okay, alles klar. Aber dann kannst du doch nicht selber sagen, dass wir Muslime zu Nicht-Muslimen quasi sagen, dass die nicht im geraden Weg sind, wenn du als Christ sagst, dass die Muslime nicht im geraden Weg sind, oder? Das ich, ist bin, ich, auf bin auf dem, ich bin Sirat al-Mustarim auf dem geraden Weg. Ach, Amir, du darfst dich doch darüber nicht lächerlich machen. Warum? Ich sage doch nur Sirat al-Mustarim. Ist doch, hallo? Ja, ja, aber die Ironie dahinter, das ist ja das Fragwürdige. Ja, ich lächle vielleicht dazu, aber ich meine, Bernd, ich bin auf Sirat al-Mustarim, auf dem geraden Weg. Und wer ist der Weg? Der Herr Jesus, Johannes 14,6. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Amen. Aber was ist denn jetzt Jesus, der Vater oder der Sohn? Nein, der Sohn, der ewige Sohn Gottes. Okay. Der also Wesens eins ist mit dem Vater. Jetzt kommen wir aber zu der Trinität, die ich auch nicht. Mein so Lieber, du willst einfach die ganze Zeit weiterreden. Ich hole jetzt erstmal jemand anderes rein, okay? Du warst jetzt so lange hier drin, ne? Ich hab's schon bemerkt. Es von daher, ja, das gemerkt, ne? Okay, alles klar, alles klar. Reicht jetzt, Frau David. Bis zum nächsten Mal. Ja, Gott segne dich und deine Familie. Gott segne dich, oder? Der wollte nur noch so abstauben. Reza, ja, der wollte den Abstauber machen, Reza. Ja, gut, solange er Fragen hat, ist kein Problem. Aber das musst du entscheiden, wann ist Schluss, wann ist wieder für den nächsten. Ja, Zeit. Irgendwann mal habe ich das dann gemerkt, das bringt ja auch nichts. Ja. Aydin ist wieder da, Aydin. Wer ist das? Der von vorhin, der Selefi. Ach so, ja, okay. Aydin. Salam alaikum, bist du ein Konvertit? Je wie man es auslegen will. Ne? Meine Familie ist muslimisch. Ich war hier nicht so muslimisch unterwegs und irgendwann habe ich mich dann doch entschieden, dass ein gläubiges Leben ein besseres Leben ist, oder? Da würde es mir doch zustimmen. Ne? Bist du in Albanien? Nee, Bosnien, Bosnien. Bosnien. Naja. Aber wie findest du das zum Beispiel, dass im Koran erlaubt ist, dass man kleine Kinder, die noch nicht Menstruation hatten, heiratet und doch wieder scheiden lässt. Also ich würde sagen, in der damaligen Zeit war es üblich, dass man aus politischen Gründen junge Ehen geschlossen hat. Das haben auch christliche Könige getan zu der Zeit, aus rein politischen Gründen. Ich würde es nicht machen. Ja, das ist so. So viel kann was hältst du denn davon, wenn dann auf einmal Muslime das praktizieren, was Allah in Sure 65, Vers 4 sagt, und anfangen, kleine Kinder ab zwei, drei Jahren, die noch nicht menstruiert sind, zu heiraten und sie auch Geschlechtsverkehr mit ihnen zu machen und sich von ihnen scheiden zu lassen? Was hältst du denn von so einem Gott? Ich finde,
was ich von seinem Gott halte, dass ich fände es nicht gut, wenn das heute getan wird, weil es heute nicht mehr aus politischen Gründen nötig ist. Damals, also es ist okay, wenn das vor 600 oder 1000 Jahren man kleine 4-5-jährige Kinder auseinandernimmt, aber heute ist es nicht gut. Also das heißt, eine Wahrheit ist zeitlich, eine moralische Wahrheit ist zeitlich dann irgendwie anders zu bewerten, oder was meinst du genau? Ja, wir leben im Wandel der Zeit, das ist, da werdet ihr mir doch zustimmen, oder? Es können Sachen, das heißt also, die heute nicht mehr gut sind. Ich denke, es gibt auch Sachen, die vor 100 Jahren nötig waren, die heute nicht mehr nötig sind. Aber in einem authentischen Hadith zum Beispiel wollten ja, wer war das einmal? Osman und Omar wollten ja die Tochter von Mohammed haben. Die Fatima wollten sie heiraten, ja. Ja, und dann hatte Mohammed gesagt, nein, ich will das nicht, sie ist zu jung. Und sie war 12. Wenn der Mohammed das so empfunden hat, man muss sich... Ja, aber überlegst du nicht, der hat selber Aisha mit 6 Jahren geheiratet, aber seine Tochter mit 12 will er nicht geben, oder wie? Da ist sie auf einmal zu jung. Aber die Töchter von die kleinen Töchter von anderen Leuten will er haben. Aber die Tochter von sich, seine eigene Tochter, will er nicht geben, weil die zu jung ist. Nein, da sind die Quellen sich nicht einig, ob die wirklich 6 war oder 17. Das, Nein. Also da wollen wir jetzt nicht so anfangen. Ne? Wir gehen nach den authentischen Quellen. Da, wenn du jetzt anfängst, auch noch diese authentischen Quellen da in Frage zu stellen, dann bist du raus aus dem Islam. Genau so sieht's aus. Der Abu'l-Bara hat ein Video rausgehauen, wie der nochmal gesagt hat, mit Konsens, Ishmaresa, bei Sahih Bukhari und Sahih Muslim gibt es keine Diskussion. Ja, Aisha war 6 Jahre alt. Mein lieber Aljdin, wenn dir das so unangenehm ist, der Islam, und du hast Probleme im Bereich, warum musst du dich denn so verbiegen? Beschäftige dich mit dem Herrn Jesus Christus. Amen. Und dann wirst du sehen von alleine, was die Wahrheit ist. Und dann musst du auch nicht dich verbiegen, um jemanden zu verteidigen, den du eigentlich nicht verteidigen möchtest und kannst. Ich verteidige auch niemanden. Ich glaube, ich gehe nur logisch an die Sache heran. Ich meine, das Christentum, der Islam, das sind alte Religionen. In alten Religionen ist es so, dass nun mal durch Hadith und so weiter Sachen dazukommen. So wie es in der Bibel auch passiert ist. Und ich denke, wir müssen... Aydin, wie würdest du reagieren, wenn du zum Beispiel ein Baby vor dir krabbeln siehst? Was ist dein erster Gedanke, wenn du so ein Baby vor dir krabbeln siehst? Boah. Keine Ahnung. Also mein erster Gedanke, wenn ich ein Baby vor mir krabbeln sehe, wie süß, dann hebe ich es hoch, knuddel es und so, drücke es, so wie man normal, ne, mit einem Baby umgehen sollte. Ne? Weißt du, was Mohammed in dem Moment macht? Er möchte am liebsten das Baby heiraten. Der kriegt Heiratsgedanken. Ist das in einem Hadith? Ja. Ich habe eben gesagt, ich persönlich bin der Meinung, man muss zuerst den Koran nehmen und nach dem Koran urteilen, was in den Hadithen richtig und falsch ist. Ihr hattet eben ein Gespräch mit dem Kollegen davor. Da ging es auch um die Beleidigung anderer Götter. Da hast du ein Hadith zitiert, wo Mohammed fremde Götter beleidigt hat. Ja. Oder? Im Koran steht, beleidigt keine anderen Götter, damit Allah nicht beleidigt wird. Das sagt Gott im Koran. Deswegen, ich bin der Meinung, da muss man sich ganz klar fragen, was davon ist authentisch. Ich schließe mich dann dem Koran an. Wenn sich aus Koran und Sunna zwei Sachen widersprechen, dann denke ich, sollte man sich an den Koran halten und nicht die ganze Sunna widerspricht fast dem gesamten Koran. Du findest da so viele widersprüchliche Aussagen, dass man diese Religion gar nicht mehr ernst nehmen kann. Und der Koran ist dazu gesandt worden, um über richtig und falsch zu richten. Deswegen kann man auch mit dem Koran darüber richten, ob Hadith richtig und falsch sind. Deswegen, ich bin
man muss an die Sache logischer rangehen. Ne? Es gibt die Gruppen, die dies sagen, die das sagen. So ist es im Christentum. Im Christentum gibt es auch tausende Gruppen, die verschiedene Sachen über viele verschiedene Meinungen haben. Deswegen, du weißt aber schon, wenn ein Hadith aus Bukhari jetzt zum Beispiel den Koran widerspricht, dann sind ja diese Überlieferer, die das überliefern, in dieser Überlieferungskette, diese Isnad, sind das dann Lügner. Und wer Mohammed hat ja gesagt, diejenigen, die über mich eine Lüge erdichten, die werden ihren Platz im Höllenfeuer sehen. Also, ne, wenn ein Hadith dem Koran widerspricht und diese Überlieferer aber durch Bukhari als authentisch eingestuft worden sind, ja, siehst du, wo das Ganze hinführt? Nicht Bukhari. Bukhari ist auch nur eine Person, Bukhari, die Hadith, die in Hadith immer. Ich hätte Bukhari lieber geraten, dass er sich mehr mit dem Koran befasst als von Aussagen anderer Leute. Da bin ich dir ganz ehrlich. Also ich bin dir ganz ehrlich. Ich hab zu Hause Sahih al-Bukhari. Ich lese es auch. Nicht häufig, aber ich lese es auch. Aber ich hebe öfter die Bibel und den Koran in die Hand, weil ich glaube, dass das die wichtigen Quellen sind. Ne? Also ja, neben dem Koran ist Sahih Bukhari die nächste Quelle, die man dann halt benutzen kann, ne? Primärquelle. Das mag sein. Das hat sich leider so etabliert im Islam. Ich bin, wie gesagt, der Meinung, dass der Koran die authentische Quelle des Islams ist und im Koran steht, richtet mit dem Koran richtig und falsch. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass man auch Hadith so mit dem Koran bewerten sollte. Es gibt auch ein Hadith, da steht, euch ist Blut verboten, außer zwei, das sind Milz und Leber. Im Koran steht, euch ist Blut verboten. Dann steht wieder im Koran, irgendwo anders, wenn das ganze Meer Tinte wäre und alle Hölzer der Welt, alle Bäume der Welt Stifte, dann würden Allahs Worte nicht ausgehen. Gottes Worte gehen nicht mehr. Und deswegen bin ich der Meinung, dass man dann nach dem Koran gehen sollte und gar kein Blut zu sich nehmen sollte, anstatt einem Hadith zu folgen. Der im Koran steht, Gottes Worte gehen nicht leer, deswegen gibt es auch keine Notwendigkeit, eine zweite oder dritte Quelle im Islam zu etablieren. Also nur der Koran, ne? Hadithe weglassen, ne? Koran und was von den Hadithen mit dem Koran übereinstimmt. Genauso nimmt man die Bibel und das, was mit der Bibel mit dem Koran übereinstimmt, das akzeptiert man als authentisch. Ja, du musst vorsichtig Verstehst sein du? Mit deinen Aussagen. Ne? Für solche Aussagen könntest du in einem islamischen Staat umgelegt werden. Ne? Also nur so Rosinenpickerei. Ne? Das gefällt mir das nicht. Das möchte ich nicht. Das steht im Widerspruch zum Koran. Ne? Obwohl du keine Kenntnisse über diese ganzen Themen hast, ne? Wo du das nicht begreifst, ne? Musst du vorsichtig sein. Islamische Staaten gibt es heutzutage eigentlich nicht. Ne? Also das, ob ich in einem islamischen Staat, wo man nur nach Hadithen geht, die Todesstrafe zu erwarten habe, das ist ja auch unwichtig. Ne? Das ist ja. Ja, es darf ja keine Fitna im Land geben. Ne? Und wenn du auf einmal mit so komischen Lehren da ankommst und versuchst, andere Muslime von sowas zu überzeugen, dann wirst du aufgrund deiner Aussagen dann vor einem Qadi-Richter gebracht und der wird dann entscheiden, was mit dir passiert. Ne? Bestem Willen, das sind keine eigenen, ausgedachten, komischen Lehren. Ich bin nicht der Einzige, der nach diesem Prinzip denkt. Und ja, aber du bist doch kein Großgelehrter. Wie bitte? Du kannst doch nicht den Islam auf einmal erneuern. Du musst dich dem Islam ja unterwerfen. Nein, ich erneuere den Islam nicht. Es gibt verschiedene Strömungen in einem Glauben, genauso wie es verschiedene Strömungen auch im Christentum oder im Judentum gibt. Und man muss ja zwangsläufig einer Strömung angehören. Ne? Und ich behaupte von mir nicht, ich sei Sunnite, ich behaupte von mir nicht, ich sei Schiite, ich behaupte von mir nicht, ich bin Kochanite oder Ahmadiyya. Ich gehe einfach nur mit dem, was logisch ist und was
mit gesundem Menschenverstand. Wenn du nach Logik gehst, dann kannst du Allahs Buch in die Tonne kloppen. Der sagt ja, dass die Frauen Spermien haben, dass aus den Rippen rauskommt. Dann könnte man auch, nein, das steht nicht aus den Rippen. Nein? Nicht aus den Rippen. Was steht da genau zwischen Lenden und? Rippen. Du kennst zwischen. Ja. Zwischen meinen Lenden unten und meinen Rippen. Ich hoffe, das ist bei uns beiden gleich. Da hängt was? Was soll denn da hängen? Mein Leber, mein Magen und mein Leber sind da dazwischen. Und unsere... Ich will unser was? Nicht benutzen. Wie? Ich will das Wort nicht benutzen. Ist das gerade dein Ernst, was du da gerade sagst? Du musst den Tafsir dazu nehmen. Du kannst nicht den Koran einfach so auslegen. Das geht nicht. Du bist kein Gelehrter. Du musst nach den Gelehrten gehen. Und zwar so wie Mohammed den Koran ausgelegt hat. Genau so sieht's aus. Bist du der Prophet des Islams, dass du das interpretierst, oder wer bist du? Ich bin jemand, der einen Tafsir schreibt, ist auch nicht der Prophet des Islams. Aber ich kann dir sagen, da steht nicht, dass der Samen zwischen den Lenden, aus den Rippen hinauskommt. Aus ja, den das können Rippen. Wir ganz gleich prüfen. Einen Moment. Um ein bisschen zurückzugehen, wenn du sagst, der Koran ist nicht das logischste Buch, dann ist die Bibel ist es beim besten Willen auch nicht. Also natürlich, wenn man es trauen will, dann... Also das Wort logisch, Logos, das ist ja das Wort... Ja. Aus Griechisch, Logos, das Wort, davon kommt unser Wort logisch. Deswegen wird der Herr Jesus auch der Logos genannt, das Wort. Daher kennen wir unser Wort Logik. Der Gott der Bibel ist von der ersten Buch Mose bis Offenbarung pure Logik. Systematische Theologie. Nur du musst dich damit beschäftigen. Ne? Sonst wirst du, wenn du oberflächlich dabei bleibst, dann wirst du diese systematische Theologie eben nicht verstehen. Wenn in einem Buch steht, dass Hasen Wiederkäuer sind, dann ist es nicht logisch. Ja, es ist ja auch wissenschaftlich so. Alle so, deswegen, wenn das kann nicht sein. Also Hasen, weiß ich nicht. Also, ja, die beide, fressen ja ihre Dinge in der Nacht, fressen ja Hasen dann halt ihre Ausscheidungen, Wiederkäuernis, ne? Und die nehmen bestimmte ganz, ganz wichtige Enzyme daraus, lebenswichtige Enzyme. Und das wusste die Wissenschaft bis vor kurzem nicht. Ne? Das haben die jetzt herausgefunden. Die Bedeutung von Wiederkäuer ist nicht, dass du deine eigene Scheiße isst, sondern dass du wiederkäust, dass du das Zeug in deinem Bauch hoch durch deine Gedärme wieder hochdrückst und dann wieder verschlingst. Ich bin kein Wiederkäuer, weil ich mein Ausgeschiedenes wieder zu mir nehme. Ja, aber die brauchen diese Enzyme, ne? Die Hasen brauchen die Enzyme da, die da drin sind, in diesen Kügelchen. In den Ausscheidungen von ihnen selbst. Ja, genau. Dann ist ein Hase jemand, der eine Ausscheidung ist, aber kein Wiederkäuer. Ja, aber er nimmt das wieder zu sich. Ein Schwein ist auch seine eigenen Ausscheidungen, das ist immer noch kein Wiederkäuer, nur weil es seine Ausscheidungen zu sich nimmt. Also ein Wiederkäuer ist jemand, der wiederkäut. Das heißt, wiederkäuen durch die Gedärme hoch. Ja, genau. Guck, und wieder. Eine Art Wiederkäuen. Ja, genau. Was ist das für ein Artikel? Du hast gesagt, Hasen ist das, was sie ausgeschieden. Eine Besonderheit der Kaninchenverdauung ist die Koprophagie, eine Art Wiederkäuen. Muss ich einfach ein bisschen erkundigen. Aha, siehst du? Musst du dich ein bisschen erkundigen. Der ist natürlich schon wieder auf diese Seiten gewesen, ne? Diese Bibel-Angreiferseiten und hat das einfach aus oberflächlichen Seiten das einfach so 1:1 übernommen, unkritisch, ne? ohne da ein bisschen nachzuforschen. Was ist denn jetzt los? Warum ist er denn auf Pause oder was macht der? Ich hoffe, dass er das jetzt nachprüft. Ich glaube, der hat einen Anruf oder so. Du kannst ein Liedchen für den singen, dann kommt der schneller, glaube ich.
Ja, wir wollten ja dem guten Mann helfen, eben, dass er da aus, ne, aus Islam rauskommt und zum Herrn Jesus findet. Ne? Amen. Ich bin beim guten Jesus angekommen. Ich denke. Guck mal hier, ich lese dir mal vor. Guck mal hier, was der Koran sagt bezüglich der Spermien der Frauen. Sure 86, Vers 6 bis 7. Es wurde erschaffen, dass aus einem sich ergießenden Wasser, das aus dem Rückgrat und den Rippen entspringt. Und jetzt kommt die Auslegung dazu, die zu Mohammed zurückzuführen ist. Tafsir al-Qurtubi, Band 20, Seite, also Band 20. Und ist zu 100%ig authentisch. Für eine Antwort auf die Frage der Schöpfung müssen wir wissen, wo das Wasser mit Sperma gemeint ist, herkommt. Und es werden zwei Wasser gemeint. Das Wasser des Mannes und das Wasser der Frau. Denn der Mensch wird aus diesen beiden Wassern erschaffen. Völliger Blödsinn. Ja. Das Wasser des Mannes kommt aus dem Bereich zwischen Rückgrat und den Rippen. Und was das Wasser der Frau anbelangt, sagt Ibn Abbas al-Taraib, ist die Stelle, wo die Halskette getragen wird. Ja, dort kommt das Sperma der Frau her. Also ja, zwischen ihren Brüsten. Und es ist überliefert, dass Ikrama sprach, mit Al-Taraib sind Hände und Beine gemeint. Tafsir al-Qurtubi Band 20. Wundervolle Wissenschaft. Nein, Azim, nein, du musst... Von irgendwelchen Koran-Kommentatoren... Komm, das jetzt ist aber gut. Komm. Bitte, Habt ihr das gehört? Von den größten Koran-Kommentatoren vor, wo die ganze 1,5 Milliarden Muslime davon lernen und dann sagt er von irgendwelchen. Das ist die Katastrophe. Verlasst den Islam, warnt andere Muslime vor dem Islam. Eure Seelen sind auf dem Spiel, liegen sie auf dem Spiel. Ihr werdet für alle Ewigkeiten verloren gehen, solltet ihr mit dem Islam in den Tod gehen. Für alle Ewigkeiten. Da könnt ihr dann Allah fragen auf einmal, da wird auch gar kein Allah stehen, der mit seinen unwissenschaftlichen Beweisen hier kommt. Damit der Mohammed hat die damaligen Araber so reingelegt, das ist ne? Wahnsinn. Ja, natürlich, klar. Kein einziges Wort über ein Ei, das befruchtet wird. Nichts. Nein. Frauen haben Sperma und der Mann hat Sperma und das vermischt sich. Ja, vor allen Dingen, die Frau hat Sperma in ihrem Brustbereich. Das ist ja das allerletzte. Das ist heftig. Also ich habe noch nie gesehen. Ich habe so ein etwas wissenschaftlich noch nie beobachtet. Aber ich würde mich gerne, wenn eine Frau imstande ist, sowas vorzuführen, ich werde der Erste, der das auch mit Kamera aufnehmen kann, würde. Reza, und guck mal hier, Abu Bakr al-Razi, was er schreibt, Autor von Al-Tafsir al-Kabir, versuchte sein Bestes, um den Koran auf Seite 118 seines Buches zu verteidigen. So behauptete er, dass das Rückgrat des Mannes zugleich sein Gehirn sei. Reza. Reza, das Gehirn! Warte, darum würde ein neugeborenes Baby, so sagte er, auch den Gehirnzellen seines Vaters ähneln. Was für ein Quatsch! Es dauerte hiernach nicht lang, bis Abu Bakr al-Razi durch den Koran zum Atheisten wurde. Das war's! Das war's! Ja. Das war's! Das war's! Die ganze... hier, der al-Razi hat ja den Islam dann auch verlassen und wurde zum Atheisten, ne? Ja, Wahnsinn. Der Islam ist so heftig. So, als ich mich damit beschäftigt habe, ich dachte mir nur, das kann nicht euer Ernst sein. Wie die Imame und diese ganzen Dawah-Teams versuchen, das unter den Teppich zu kehren, diese Katastrophe. Aber Gott sei Dank hast du jetzt gesehen, Ali Dawah Reza. Ja. All the scientific miracles in the Quran are debunked. Oh. Ja. Ja. Das hat sich angehört wie Musik in meinen Ohren. Das hat debunked. Dass sie sowas überhaupt sagt, ne, in der Öffentlichkeit. Ja, Hammer. Ja, aber man hat es ja gerade gesehen an dem Kollegen, der eben hier war, ne, der Bosnier. Der hat ja wirklich Probleme mit 90% des Islams. Und der sagt trotzdem Alhamdulillah oder sowas. Ne? Aber ich hoffe mal, dass er sich trotzdem
wenn er noch hier drin ist, ne, dass er wirklich die Bibel vernünftig aufschlägt und liest und liest und schaut, was Sache ist. Ne? Ja. Dann wird er von alleine merken, dass der Geist der Bibel in der Bibel ein ganz anderer Geist ist als der im Koran. Sofort wird er merken, dass es ein anderer Geist ist. Was geht ab? Dings, ich war vor ein paar Tagen schon bei euch, aber meine Klassenkameraden haben reingeredet. Ich wollte eigentlich mit euch nochmal reden. Erstmal, wie geht's euch? Alhamdulillah, danke an dir. Dankeschön, Dankeschön, auch gut. Dings, was ich fragen wollte, also ich wollte jetzt, ich bin ehrlich gesagt unwissend, also ich kann jetzt über keine Religion sprechen, aber ich habe nur eine Frage bezüglich eines Verses. Und zwar hatte jemand reingeschrieben in Sure 6, Vers 101, dass mäßig, das ist ja so ein Knockout, wenn man sagt, dass Gott kein Kind zeugen kann, wenn er ja keine Frau hat oder Gefährtin hat. Ja. Yeah. Aber ich verstehe nicht so ganz, wie kann dann Jesus als vollkommener Mensch, wenn er ja allmächtig als Gott ist, wieso braucht er dann als vollkommener Mensch eine Mutter, die sich um ihn pflegt? Das verstehe ich nicht. Ja, weil der Mensch, du sagst das schon selber, er ist ein Mensch geworden, wie ein normales Baby, das Milch benötigt. Der Herr Jesus war ja als Baby auch geboren. Ganz normaler Mensch. Und da benötigt er es eben, dass die Mutter sich um ihn kümmert. Ich war... Das ist für mich halt schwer zu verstehen, weil, versteht mich nicht falsch, aber ja, dein wenn Verstand will es nicht zulassen. Du verstehst diese komplette Menschwerdung Gottes nicht. Ne? Natürlich, er hat sich komplett entäußert und wurde wie die Menschen. Siehst du, Philipper 2, Vers 6 bis 11 lesen. Dann wird dir alles klar. Wie bitte nochmal? Ich habe es nicht gehört. Du musst den Philipperbrief, Kapitel 2, Vers 6 bis 11 lesen. Da geht der Apostel Paulus darauf ein, dass der dass Gott sich selbst entäußert hat und die Gestalt eines Menschen annahm und auch alle Attribute eines Menschen übernahm. Das ist diese völlige Kenosis, Entäußerung Gottes, nennt man das. Ach so, okay. Ja, dann lese ich mir das mal durch. Danke trotzdem. Und ich wollte noch eine Sache fragen, Amir oder Reza. Ja. Bezüglich Amir, warte mal bitte kurz. Du musst dich mal ein bisschen hier heller machen. Mach mal das Licht an dem Auto. Meine Kamera ist nicht an. Ach so, meinst du Amir? Na, Amir meine ich. Achso, ja. Arne ist komplett schwarz. Arne, du bist komplett schwarz. Ist ja nicht schlimm. Nein, aber das ist halt anstrengend für die Leute. Wie das anstrengend für die Leute? Die Leute sollen zuhören. Die sollen mir zuhören. Nicht hier. Ja, Sache, wollen, okay. Ja aber du hast noch eine Sache diese Antenne nicht von Mossad, die eingebaut ist hinter deinem Kopf. Ach so, ja, stimmt. Ich muss wieder ein Mossad. Ja, es tut mir leid, Leute. Einen Moment. Ich muss wieder komplett hier... Wenn du so einen Stromschlag bekommst und dann so wieder auf die Spur kommst von Mossad und verfasst... Kann ich kurz was fragen? Ja. Ja. Und zwar bezüglich... Es gibt ja, vielleicht kommt es bestimmt auch bei euch auf TikTok, auf die For You. Es gibt ja so einige Wunder im Islam. Jetzt beispielsweise Sure 25, Vers 53, wo Gott sagt, dass er das Meer gespalten hat, soweit ich weiß, in süß und salzig und da eine Trennung ist. Was sagt ihr eigentlich zu sowas? Das wollte nein, ich wohl wissen. Nein, alle wissenschaftlichen Wunder musst du dich einfach nur ein bisschen erkundigen. Nein, das ist alles falsch. Amir hat ja gerade ein Beispiel genannt für die wissenschaftliche Wunder sozusagen im Koran mit der Entstehung des Embryos mit dem weiblichen Sperma und männlichen Sperma, was absolut falsch ist. Ja, inwiefern das reicht ja komplett aus.